Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich habe mir etwas überlegt für euch, und zwar, die einen kennen sicher schon die Favorites Videos und ich möchte das auch gerne machen, jedoch wie viele von euch wahrscheinlich wissen, kenne ich mich nicht so aus mit Schminke, Klamotten, naja, ja, auch nicht so die besten für. Aber in was dass ich gut bin, ist in Sport. Und darum möchte ich euch meine Sportfavoriten zeigen. Das heisst, egal ob Kleider, Schuhe, Apps, Tools, was auch immer, alles, was ich diesen Monat für euch getestet habe vielleicht oder was ich für mich gefunden habe und was ich euch jetzt vorstellen will. Was ich an dieser Stelle gerade sagen will, ist, ich habe diese Sachen alle selber gekauft oder es ist vielleicht ein Müsterli von jemandem, von etwas. Ich tue euch das aber klar sagen. Es ist nicht so, dass das Video gesponsert ist. Auch sonst würde ich euch das sagen. So, kommen wir zum ersten, was ich euch zeigen will. Und zwar ist es ein Lied. Ich habe schon alles bereit gemacht für euch. Für alle, die sich wundern, wieso ich heute auf einmal so geschminkt ausgesehen habe. Ich gehe nachher an eine Hochzeit und ich habe mich versucht, hübsch zu machen. Ich gehe nachher noch zum Coiffeur, keine Angst. Also, fangen wir an mit dem Lied. Und zwar, ich weiß gar nicht, wenn ich das erkannt habe, aber es ist mein absolutes Lieblingslied momentan im Bootcamp oder auch sonst bei Trainings. Es ist für mich ein sehr energetisches Lied und es animiert einfach, mich zumindest. Wie die einen von euch vielleicht wissen, ich bin die absolute Hip-Hop-Queen schon immer gewesen. Also, ich zeige euch das Lied. Es ist von Baby Blue. Keine Ahnung, wer das ist. Aber das Lied ist der Hammer. Hört zu. Es kommt besser. Gut, also ich sehe, ich zeige euch nicht das Ganze, aber es ist so gut. Ich feiere die Frau, sie ist sicher eine Frau und ja, so viel zu dem. So, nächste, was ich euch zeigen will, ist, dass sie mein erstes Favorites-Video ist, kann ich euch auch meine All-Time-Favorites zeigen und das nächste ist genau so etwas. Und zwar, ich traue mich fast nicht zu zeigen, es sind die Schuhe, es sind Skechers-Schuhe. Und wenn ihr die genau anschaut, das Profil ist eh schon voll durch und es hat da schon überall Löcher drin, auf dieser Seite auch. Aber sie sind für mich der absolute Oberhammer. Einerseits, weil sie voll schwarz sind. Ich habe häufig entweder schwarze Hosen oder ein schwarzes Oberteil an. Und ich mag das, wenn alles ein bisschen zusammenpasst. Und darum, rein schwarze Schuhe für mich top. Jetzt, das Zweite, was aber dazu kommt, ist, das ist also ich sehe wahrscheinlich nicht mehr viel. Sieht man überhaupt etwas? Es ist schon recht dunkel. He? Da innen hat es so eine pinkige Softfoam. Das ist keine Matte, wie nennt man das? So eine Sohle. Und das macht sie so ein bisschen schälartig. Also es ist wirklich, wenn ihr draufsteht, ist es wie so, wie Wolke 7. Wirklich, ich kann es nicht anders erklären. Und sie sind so bequem. Ich würde es eigentlich, ich sage eigentlich, nicht unbedingt für zum Rennen schon gar nicht empfehlen. Und für teils Training sind sie wahrscheinlich auch nicht gerade optimal. Genau aus dem Grund, weil er auf die Matte steht und es ist mega instabil. Durch das, dass ich aber so eine gute Muskulatur habe, also ja, was ich zu wünschen ist bei einer Personal Training. Oh, es ist so warm, hey, ich schwitze überall. Entschuldigung, wenn ich mich da gerade so tussimässig anstelle. eben, durch das sind sie nicht unbedingt für jede Sportart geeignet, aber ich sage euch, sie sind so bequem und darum ich kann es einfach für alles an. Ja, ich glaube, ich brauche gleich mal ein neues Paar. Das ist sicher eins von meinen All-Time-Favorites. Dann, zum nächsten. Das ist gerade mein Sporttop. Ich habe es neu. Es ist von Even & Odd. Für alle, die vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, gerade für Sportklamotten oder, also es hat auch sonst, es hat mega lässige Taschen und Kleider, die wirklich nicht teuer sind. Auf Zalando
Even and Odd heisst es, mit O-D-D geschrieben. Sie haben Sportklamotten. Da drauf haben wir Want Quit. Absolute Hammer. Ich mag helle Sachen. Ich mag leuchtige Sachen. Spätes vereint. Recht einen tiefen Ausschnitt da. Geht mit einem Sport-BH tiptop. Und hat eine gute Länge. Jetzt, was ich auch gerade noch anhabe, sind meine neuen Sporthosen. Und zwar, ich habe mich so gefreut, dass die kommen. Auch von Zalando sind Under Armour Sporthosen. Und zwar, ich zeige es euch gerade schnell, sehen die so aus. Sie haben ganz einen leuchtigen Bund. Das Under Armour Zeichen ist auch sehr leuchtig. Ich persönlich krempel es immer einmal um. Einfach weil es mir etwas besser gefällt. Also, ich habe nicht gerne allzu lange Hosen. Und sie sind einfach nur bequem. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe schon zwei Paar von denen schwarz-weisse. Also der Bund ist weiss, die Hose ist schwarz. Und ich habe nur noch die an. Ich habe auch andere. Ich kann es euch gerade schnell hier zeigen. Ich habe letztes Jahr extrem viel von diesen engen Höschen angehabt, relativ kurz. Passt mir das ja nicht mehr so. Ich werde älter. Ich weiss auch nicht. Nein, es ist wirklich so. Ich habe sehr gerne die Look. Gerade für Personal Trainings ist es einfach viel angenehmer. Und das sind die einzigen Waren für mich. Ich habe mich entschieden, wie gesagt, eine andere Farbe zu bestellen. Es gibt noch viele andere, aber ich finde grau und schwarz wirklich der Oberhammer. Aus dem Grund, weil die Leute wahrscheinlich langsam das Gefühl haben, ich laufe immer in den gleichen verstinkten Hosen umeinander. Dabei, ich habe immer gewechselt. Ich habe wirklich immer gewaschen, ich verspreche es. Dann, die nächste, die ich habe, um euch zu zeigen, ist mein favorite Tool. Ein Tool ist ein Gerät, ein Sport, irgendetwas Sportgerät-mässiges. Für mich ist es, sieht man es richtig, das TRX bezüglich der Schlingentrainer diesen Monat. Man kann alles machen damit. Wirklich einfach das absolute Ganzkörpertraining. Es ist sehr anstrengend, man kann aber jedes Niveau machen. Also vom Anfänger bis wirklich zum Fortgeschrittenen. Man kann es zuhause, wie ihr hier seht, es hat hier so einen Schaumstoffteil dran. Und man kann es, wenn man, ich zeige euch das schnell, wenn man die Türen zumacht, kann man das oben einklemmen und durch das kann man das überall mit hinein. Ich habe im Moment eine Kundin, die ist in der Ferien mit dem Wohnwagen, die hat sogar einen Wohnwagen angemacht. Also es ist wirklich eines der vielseitigsten Geräte für mich, wo wirklich, wirklich streng sein kann. Dann das Nächste. Oh! Mein Freund hat mir etwas geschenkt. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, er hat mir die anderen zwei Sachen auch geschenkt. Weil, ich bin wirklich jemand, ich gebe nicht viel Geld aus, schon gar nicht für Markensachen, weil es mir einfach nichts bedeutet. Und ich habe mich schon mal so fest in den Pullover verliebt von Nike. Und da ist es aber noch, ich habe ihn schon mal bestellt und es war die dickere Version, also es war die Winter Edition. Und er war mir dort einfach zu teuer. Es war, ich glaube, irgendetwas um die 70, 80 Franken. Und das ist es für mich einfach nicht wert. Der Pulli ist wunderschön, aber das ist es nicht wert für mich. Jetzt ist die Summer Edition gekommen, ist 50 Franken, ist für mich immer noch, wie gesagt, ich persönlich, ja doch, ich hätte es mir vielleicht geleistet, einfach so ein bisschen als Geschenk, aber ja. Jetzt, was mein Freund gekauft hat. Behalten natürlich! Wow, hey, ich sage euch, ich schwitze Bech und ich muss nachher noch in die Hochzeit. Oh. Aber ich lege ihn für euch an, einfach, dass ihr ihn mal schnell gesehen habt. Wow. Das Coolste an dem finde ich den Kragen. Und zwar, ihr seht, er hat ja natürlich eine Kapuze und so einen schönen, weiten Kragen. Das Nike-Zeichen in weiss, hat eine gute Länge, passt perfekt. Sorry, aber ich muss wieder abziehen, es ist so warm. So, gut, zum nächsten. Eine Sport-App möchte ich euch zeigen. Auch das ist eins nicht unbedingt ein Monthly Favorite, sondern ein Alltime Favorite. Und zwar nennt sich's My. Ups.
Oh, ich habe gerade die Aktualisierung heruntergeladen. Lustig, das ist auch von Under Armour. Es nennt sich, da oben, so. Es nennt sich MyFitnessPal. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe es früher sehr oft genutzt, jetzt fast gar nicht mehr. Ich brauche es für meine Kunden teilweise, einfach um es ihnen zu zeigen. Es ist überhaupt kein Mühe oder so, aber wie gesagt, ich bin einfach ein Fan von dieser App. Man kann Nahrungsmittel dort eingeben, wo man gegessen hat. Man kann ganze Menüs eingeben, man kann den Sport eingeben und es rechnet einfach alles aus. Also man hat Mikro- und Makronährstoffe, wo man genauestens kann überwachen kann. Für mich persönlich ist es zu aufwendig, einerseits, und zweitens, ich persönlich bin einfach der Meinung, dass ich auf meine Mikro- und Makronährstoffe komme. Ich kenne mich relativ gut aus und darum wäre es für mich einfach ein zusätzlicher Aufwand. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr spannend für Leute, die sich nicht gut mit Ernährung auskennen. MyFitnessPal findet ihr im App Store. Dann haben wir noch das nächste. Mein Lieblingsgetränk diesen Monat. Das heisst nicht unbedingt, dass es irgendein Pülverli muss sein oder so. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe eigentlich zwei Lieblingsgetränke. Fällt mir gerade auf. Das eine, das habe ich jetzt gerade nicht da. Aber das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Das ist ein Drink aus frischer Pfefferminz, Zitrone und Ingwer, wo man einfach alles im Mixer reinschmeißt, mit Mineralwasser oder mit stillem Wasser auffüllen. Und es ist der Oberhammer. Es ist so erfrischend für eben gerade im Moment. Und das Zweite ist, das ist eben genau das Müsterli, das ich vorher davon geschwätzt habe. Ich mache natürlich auch ab und zu Bestellungen, Proteinpulver und Dextrose und was auch immer. Und bei, also ich kann es ja sagen, bei Powerfood gibt es, die tun einem manchmal so Müsterli in Box ein. Das ist überhaupt nicht nur bei mir, das ist bei jedem, der dort bestellt. Und zwar haben die mir so BCAAs rein. Ich nehme schon BCAAs, aber von einer anderen Marke. Und was aber die unterscheidet ist, es ist, glaube ich, Maracuja Mango. Nein, es ist Mango allein. Und es ist der absolute Oberhammer. Es schmeckt so ein bisschen ähnlich wie Passaia von Migros, wenn ihr das kennt. Und es ist einfach nur, es ist so erfrischend, es ist so sommerlich. Ich habe etwa 5 Müsterli von dem und ich spare es mir richtig auf. Seht ihr, ich bin so sparsam, als dass ich es eigentlich einfach würde nehmen. Für die BCAAs nicht kennen, das sind einfach Aminosäuren. Ja, ich nehme es nicht häufig, aber ab und zu, so 2 bis 3 Mal in der Woche höchstens, würde ich jetzt sogar schon fast sagen. Aber ja, ich würde es definitiv nachbestellen, weil sie sind einfach der Oberhammer. Jetzt noch zu meinem letzten Themengebiet und das ist das Essen. Ich will euch mein Lieblingsessen vorstellen diesen Monat. Jetzt sind es diesen Monat sogar 2. Und zwar aus dem Grund, eigentlich wäre es 1. Ich zeige euch gerade mal schnell. Es sind 2, weil das erste ist einfach nicht vertretbar. Und zwar sind es die. Oh, jetzt habt ihr es gerade gesehen, durchrasen. Es hat genau noch 1 drin. Und es ist schon etwa die 3 Packung diese Woche. Hey, ich glaube es fast nicht. Und zwar ist es vom Lidl. Ja, ja, es ist ein Lidl. Milk and Chocolate ist eigentlich einfach so ein bisschen die Nachmachung von Kinderschoki. Es hat aber 200 Gramm drin und nicht nur 100 Gramm. Und ich bin voll Fan. Ich habe es so gerne vor dem Sport schnell. Und wenn ich sonst irgendwie Energie brauche. Ja, mein absoluter Favorit momentan. Jetzt dann aber, um das Ganze ein bisschen gesund zu behalten. Wir sind ja doch ein Fitness-Channel und wollen das Ganze. Ich will euch ja eigentlich motivieren und nicht euch irgendwie Süßigkeiten zeigen. Na, mein zweites ist nicht sehr spektakulär, es ist einfach nur Naturjoghurt. Und zwar, hey, gerade wenn es so warm ist, ich kann nicht warm essen. Es geht für mich nicht. Ich bin sonst schon, eben wie ihr von den Food Diaries gesehen habt, ich bin nicht unbedingt der Warm-Essen-Typ, eher so ein bisschen der Rohköstler. Und aus diesem Grund, Naturjoghurt mit frischen Früchten, mit Mango, Nektarinen, Trauben. Ich könnte es den ganzen Tag essen. Noch ein paar Haferflöckchen oder Granola drin. Ist für mich das Beste im Moment. Ich kann wirklich becherweise essen von diesen Sachen. So! Das war es. Das waren meine Monthly Favorites bezüglich Sport.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht nützt es jemandem ein bisschen etwas. Wenn ihr das Video gerne nächsten Monat auch wieder hättet, für meine August-Favoriten, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und bis bald. Habt euch Sorge. Tschüss!